Ja, ihr habt es schon richtig gesehen. Ich behaupte, dass für viele von euch ein Cross-Country-Bike die bessere Wahl ist als ein Trail oder vielleicht sogar noch ein größeres Bike. Und warum, das seht ihr jetzt. Peace, liebe Leute, und willkommen zurück. Ja, zugegebenermaßen eine sehr steile These, mit der ich da eingestiegen bin. Aber schauen wir uns mal, um zu sehen, wie ich drauf gekommen bin, erstmal die unterschiedlichen Räder an. Die Trailbikes werden heute vertreten von meinem Canyon Spectral CF9. 14 Kilogramm, 125 mm Dämpfer, 140 mm Gabel, lang und flach, gemacht für maximalen Spaß auf den Trails. Selbst im Bikepark kann man sich damit wagen und mal krassere Sachen fahren. Das Rad erlaubt einem durch die gröberen Stollen auf den Reifen einfach überall auch in rougheren Situationen Grip zu behalten und Kontrolle zu behalten. Die lange, flache Geo, die ich schon angesprochen habe, erlaubt einem schön aggressiven Fahrstil. Und was das Bike noch viel cooler macht, man kommt auch sehr effizient damit einen Berg hoch. Durch die breite 12-Fach-Kassette findet man eigentlich immer einen guten Gang, um hochzukommen. Und trotz der flachen Geo findet man einen guten, effizienten Weg, um hochzukommen. Also eigentlich kann man sagen, das ideale Rad für den Freizeit-Mountainbiker, oder? Ist ja auch so, dass Trailbikes und Endurobikes und Co. wirklich sehr beliebt sind. Fullies haben eigentlich mittlerweile alle. Aber ich finde, es ist immer so, wenn irgendwie die große Mehrheit in eine Richtung geht, dass es sich lohnt, einen kritischen Blick auf die ganze Sache zu werfen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal das Cross-Country-Rad an. Stellvertretend für die Kategorie Cross-Country findet ihr zu meiner Linken mein Canyon Lux World Cup CF7. 12 Kilogramm leicht, weniger Federweg, 100 mm vorne und hinten, einen steileren Sitzrohrwinkel, einen steileren Lenkwinkel. Alles ein bisschen filigraner, aber dadurch auch super wendig und flexibel und dadurch auch die perfekte Maschine, um eben auch im Flachen und bergauf so richtig anzugreifen. Und versteht mich nicht falsch, mit den 100 mm Federweg kann man auch bergab so einiges anstellen. Ganz kurz vielleicht an der Stelle, ich habe jetzt hier zwei Canyon-Räder, liegt daran, dass Canyon unser Partner ist. Aber alles, was wir jetzt hier rausfinden, gilt auch für alle anderen Cross-Country- und Trail-Räder. Also lässt sich genauso gut übertragen auf alles andere, was ihr vielleicht in Erwägung zieht. Aber wir legen jetzt mal los. Wisst ihr, ich bin echt angetan von dem Trailbike hier. Ich war den ganzen Sommer drauf unterwegs und das Geile ist eben, dass man auch mal im Bikepark auch mal fette Gaps damit fahren kann, ruppige Trails auch kein Problem damit sind. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, in meinem Alltag kommt das gar nicht mal so oft vor. Und ich denke mal, so geht es auch vielen von euch. Es ist nun mal so, wenn man die Heimrunde fährt, dass man 90% von der Zeit vielleicht eigentlich eher am Pedalieren ist und ja, die restlichen 10% mal auf einem gemütlichen Singletrail unterwegs ist, wo nur ein, zwei Passagen sind, die so ein bisschen anspruchsvoller sind und wo das Rad dann voll zum Einsatz kommt. Gut, jetzt ist es aber so, dass ich ja diesen Sommer einen Marathon mitfahren durfte und in dem Zuge habe ich eben dieses wunderschöne Lux Cross Country Rad in meinen Rennstall mit aufnehmen dürfen. Und ja, ich muss sagen, davor war ich noch gar nicht so angetan von Cross Country Rädern, aber seitdem ich das habe, bin ich schon sehr gerne auf dem Rad unterwegs und ehrlicherweise ist es so, dass mein Trailbike öfter mal daheim rumstehen musste, während ich mit dem Cross-Country-Rad draußen war und meinen Spaß hatte. Also für meine Heimrunden ist es wirklich mittlerweile die erste Wahl. Moment mal, habe ich es gerade wirklich gesagt? Ich meine, fühlt sich schon ein bisschen falsch für mich an. Ich komme ja aus dem Slopestyle, das heißt höher, weiter, krasser und am besten so wenig pedalieren wie möglich ist da eigentlich das Motto. Aber irgendwie ist es halt so und ich habe dafür schon so meine Gründe. Bevor ich aber zu denen komme, würde ich sagen, machen wir erstmal einen klassischen Performance-Test. Ich habe mir hier eine kleine Runde ausgesucht, werde jetzt einfach mit beiden Rädern einmal eine Runde fahren, legen wir mit dem Trailbike los. Let's go. Oh, schwerer Gang. Dämpfer ist gelockt. Ich bin auch hier relativ zügig unterwegs. Fühlt sich schnell an. Oh mein Gott. Ich hab zu viel Gas gegeben. Okay. Lock raus, Sattel runter, Gang hoch. Heute ist sehr nass, deswegen mache ich auch mit dem Trailrad ein bisschen langsam. Boah. Alter, es ist slippery da. Oh. Oh. Okay. Keine Zeit verlieren, direkt Cross-Country-Rad und weiter geht's. Außer Puste bin ich noch nicht genug. Zeit gilt ab jetzt. Man muss sagen, es geht halt hier schon viel angenehmer hoch. Okay.
nach hinten. Starke Runde. Da wie ein Dämpfer auch. Dann geht's eine Runde nach unten. Okay, das war jetzt auf jeden Fall ein wilder Ritt und zugegebenermaßen die Abfahrt war auf dem Trailrad schon wesentlich angenehmer. Aber gucken wir uns mal an, was die Zeit so sagt. Oh, krass, okay. Ich war auf dem Cross-Country-Rad anscheinend schneller sogar als auf dem Trailbike. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich bergauf wohl einfach leichter ein paar Sekunden rausholen lassen als bergab. Und da dominiert das Cross-Country-Rad eben extrem. Jetzt kommt es uns aber natürlich nicht nur auf die Schnelligkeit an. Ich denke mal, die Freude sollte auch im Vordergrund stehen. So ist es zumindest bei mir und ich denke mal, bei vielen von euch eben auch. Und ich muss sagen, es ist jetzt sehr subjektiv, aber ich hatte mit dem Cross-Country-Rad tatsächlich in der Gesamtheit mehr Spaß als mit dem Trailrad. Und es ist deshalb so, zum einen mal bergauf ist es einfach wesentlich effizienter. Man kann mit dem Rad einen Berg hochschießen, während man mit dem Trailrad doch schon ein bisschen träger unterwegs ist. Es liegt einfach daran, dass man den schönen steilen Sitzstrebenwinkel hat und dadurch richtig effizient Power nach unten durchgeben kann. Dazu noch die kürzere Reach, schmalere Lenker, steilere Lenkwinkel sorgen einfach für eine angenehmere Position auf dem Rad, wenn man bergauf fährt. Und es ist auch super angenehm, wenn es gerade mal bergab und wieder bergauf geht, weil man dann super dynamisch ist und die Geschwindigkeit halten kann bzw. neu aufbauen kann. Also in der Gesamtheit echt ein angenehmes Paket. Gut, dass man bergauf mit dem Cross-Country-Rad eine bessere Zeit hat, war ja eigentlich klar. Aber was, wenn ich euch jetzt sage, dass es mir bergab eigentlich auch so ging? Also ist wirklich so. Und es liegt daran, dass der Trail hier jetzt gar nicht mal so herausfordernd ist oder gar nicht mal so krass ist und dadurch das Trailrad, obwohl es auch schon reduziert in seinem Federweg ist, einfach einen Großteil der herausfordernden Teile wegbügelt und ich da relativ gemütlich durchcruisen kann. Mit dem Cross-Country-Rad sieht es schon ganz anders aus. Da muss man hier und da mal ordentlich arbeiten, um wirklich die Kontrolle zu behalten. Und klar, das kann man jetzt auch als Nachteil sehen, aber ich finde, das kann man eben auch als Vorteil sehen, weil jetzt muss man eben nicht irgendwie stundenlang in irgendeinem Bikepark fahren, um irgendwelche krassen Lines zu fahren, um genau dieses Gefühl zu bekommen, sondern man kann eben auf dem Hometrail richtig schön herausgefordert werden. Und ich finde eben, das Gefühl der Herausforderung ist ja eben das, was einem irgendwie auch Spaß bereitet. Und so habe ich für mich meine Hometrails daheim, die ich davor ein bisschen langweilig fand, wieder neu lieben gelernt und denke mal, das kann für euch vielleicht auch so sein. Und was eben auch noch ein Vorteil ist, die Lärmkurve wird damit automatisch steiler, also gezwungenermaßen, weil ihr einfach mehr Skills braucht, um sauber runterzukommen. Keine Angst, ich will euch jetzt nicht alle zu irgendwelchen Cross-Country-Maschinen missionieren. Worauf ich eigentlich unterm Strich hinaus will, ist, dass größer bzw. mehr Federweg nicht unbedingt immer gleich besser heißen muss. Da geht ja irgendwie so ein bisschen der Trend hin. Und klar, wenn ihr irgendwie krasse Shredder seid und immer die größten Hindernisse springen wollt, krasse Drops fahren wollt, ständig im Bikepark unterwegs seid, dann ist ein Cross-Country-Rad auf jeden Fall nichts für euch. Dann lohnt sich schon ein Trailbike oder sogar noch ein bisschen was Größeres. Wobei ich da auch ehrlich sagen muss, ein Enduro-Rad lohnt sich tatsächlich auch für die wenigsten, weil man, um das richtig auszufahren, schon ordentlich laufen lassen muss. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Video. Auf jeden Fall, wer gerne nach der Arbeit einfach mal eine Runde von zu Hause aus durch die Wälder fährt, durch die Hügel in der Nachbarschaft, wer einfach eine schöne Zeit in der Natur haben will oder sich vielleicht sogar auch athletisch ein bisschen in Sachen Ausdauer pushen will, der oder die ist auf jeden Fall mit dem Cross-Country-Rad gut bedient und es könnte die beste Wahl sein. Und die haben auch noch den Vorteil, dass sie nochmal ein Stückchen weit günstiger sind als die anderen Räder. Und jetzt gibt es auch noch einen Punkt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Nur weil man sich für ein Cross-Country-Bike entscheidet, muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man sich die super leichte, super unbequeme Rennmaschine zulegt. Nee, es geht auch anders. Wie es unschwer zu erkennen ist, ist mein Rad zum Beispiel ein Fully. Früher waren ja Cross-Country-Räder eigentlich nur Hardtails, mittlerweile gibt es sie auch in Fully-Ausführung. Dann kann man noch Sachen machen wie sich einen Dropper-Post anbauen, was sich bei mir gemacht hat. Machen viele Pros aus Gewichtsgründen nicht, ist mir aber relativ egal. Ich finde es einfach gemütlicher und damit lässt sich bergab noch einiges rausholen. Ich mache auch ganz gern mal Flat Pedals an mein Rad. Ich weiß, da werden viele von euch schon irgendwie, werden die Haare zu Berge stehen, aber ich finde, das ist für mich persönlich ein geiler Kompromiss irgendwie aus Effizienz, aber trotzdem ja, einfach gemütlich unterwegs sein, so wie ich es gewöhnt bin. Ja, und dann gibt es da noch ein paar andere Anpassungen, die sich eigentlich unter dem Trendbegriff Downcountry zusammenfassen lassen. Also sprich, ein breiterer Lenker, kürzerer Vorbau,
dickere Reifen, vielleicht eine andere Gabel rein und. Also da gibt es einiges. Vielleicht ist es auch noch mal ein extra Video wert. Aber ich denke mal, für das Video sollte es damit gewesen sein. Ich habe jetzt auf jeden Fall einige Behauptungen aufgestellt und ich will sogar von euch, dass ihr vielleicht da ein bisschen widersprecht oder dass ihr einfach die Diskussion in den Kommentaren fortführt. Bin gespannt auf eure Meinung, was das Thema angeht. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr abonniert habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.